Abstiegskampf pur in Köln. 10. Spieltag, der 1. FC Köln gegen den SC Sand. Aber so viel Zeit muss sein. Gruß ans Ehrenamt. Marina Georgieva war es egal. Sie hat ihre Mitspielerinnen nochmal richtig heiß gemacht. Die Wirkung dessen verpuffte relativ schnell, denn der 1. FC Köln in Schwarz von links nach rechts die spielbestimmende Mannschaft in der Anfangsphase. So auch die erste gute Gelegenheit. Islaka auf Beck und die mit dem 1:0 schon in der 7. Spielminute. Platz für Islaka, die setzt die Flanke perfekt und Sharon Beck macht ihr erstes Saisontor. Mit der israelischen Nationalmannschaft unterwegs gewesen, Selbstvertrauen gesammelt und das gleich in Tore umgemünzt. Köln blieb die dominante Mannschaft, machte weiter Druck und hatte die Gelegenheiten, so auch durch Donhauser. Die Kleine ganz groß mit der Kopfballgelegenheit, den kann sie sogar machen, auch wenn sie beim besten Willen keine Spezialistin dafür ist. Und das war alles, was Sand in Halbzeit 1 offensiv zu bieten hatte. Diese Freistoßgelegenheit von Noemi Gentile sagt vieles aus über das, was die Gäste hier gezeigt haben. Dementsprechend Alexander Fischinger, der Trainer, mit der Halbzeitansprache dann sogar auch noch an seine Ersatzspielerinnen und alles, was irgendwie Trainingskleidung von Sand an hatte. Zeigte Wirkung, Sand deutlich verbessert in den zweiten 45 Minuten und auch mal mit sowas wie einer Gelegenheit für Plassmann, die eingewechselt worden war nach der Ablage von Hopius. Aber insgesamt, der 1. FC Köln dominant, hatte das Spiel im Griff. Es wurde abwechslungsreicher, weil beide Mannschaften deutlich bemühter waren, etwas fürs Spiel zu tun. Und dann dieser tolle Schuss in der 64. Spielminute durch Veronika Zawistowska. Toller Haken und dann ein satter Schuss. Ja, wäre eng geworden für Jasmin Pahl, da noch irgendwie die Finger dran zu bekommen. Es blieb ein kampfbetontes Spiel mit weiterhin Vorteilen für die Heimmannschaft. Und so kamen auch sie zum nächsten Abschluss. Guter Doppelpass der beiden Innenverteidigerinnen. Und Mirte Maurice dann mit der Abschlussgelegenheit wird allerdings geblockt. Gut nach außen gespielt auf Kuznick und die dann nochmal mit dem Auge für Maurice. Ja, Sand warf immer mehr nach vorne und so gab's Platz für Köln. Nochmal gut nach außen gespielt auf die eingewechselte Denise Beckmann. Und die dann mit einem tollen Schuss, aber auch eine tolle Parade von Jasmin Pahl, die ihre Mannschaft da im Spiel hält. Ganz viel Gefühl, sehr, sehr präzise, aber den kratzt sie gerade noch so weg. Und so hatte Sand dann doch nochmal die Chance in der Nachspielzeit. 92. Der Schuss von Brünenberg, aber auch der einmal mehr. Kein Problem für Pauline Nellis, die junge Torfrau, die heute alles richtig machte und auch ihm dazu verhalf, dass er sein Ex-Team, den SC Sand, eine Niederlage verpasst hat. Sascha Glas. Köln gewinnt mit 1:0, macht einen Riesenschritt da unten raus mit jetzt 11 Punkten. Sand letzter mit nur einem Punkt. Also in Köln gehen sie komplett zufrieden nach Hause nach diesem 10. Spieltag. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.